Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanos The Adventure. Ja, und da stehen wir vor dem Schloss. Ich werfe noch mal kurz einen Blick ins Inventar. Oh, und uns geht's auch nicht so gut, muss ich zugeben. Großer Heiltrank, 6 kleiner. Das ist alles nicht so viel, muss ich zugeben. Ich glaube, wir gehen einfach noch einmal hin und zurück. Level noch mal ganz kurz und ja. Dann können wir uns auch dem Schlossherren Raziel entgegenstellen. Ich hoffe, mir ist es keiner böse, dass wir noch mal kurz leveln. Wir müssen unbedingt auch noch mal ins Bettchen in der Stadt gehen. Und vielleicht auch noch mal ein paar Heiltränke kaufen. Das klappt ja hier jetzt auch alles schon sehr, sehr gut. So. Außerdem mag ich die Musik, muss ich echt sagen, hier im Düsterwald. Die kann man sich immer wieder anhören. Oh, blaue Schleims. Und bei der Gelegenheit würde ich auch gerne mal, ja, ein bisschen euch fragen, wie lange wir das eigentlich noch machen wollen. Also, ich finde, die Zuschauerzahlen sind echt gut. Also, es sieht so aus, als wollen doch noch einige sehen, wie es hier weiterläuft, was ich nicht gedacht hätte für ein RPG-Maker-Spiel. Das finde ich auch sehr, sehr cool, dass das so gut ankommt. Und jetzt ist halt echt die Frage, eigentlich war mein ursprünglicher Plan, nach dem Sieg über Raziel, wenn wir ihn denn besiegen, also jedenfalls wenn wir es geschafft haben, dass ich dann eigentlich aufhören wollte. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr wollt es doch noch gerne vielleicht länger sehen oder irre ich mich da? Also falls tatsächlich der Tenor eher so ist, dass ihr sagt, hey, Raziel reicht uns noch nicht, wir wollen gerne noch mehr sehen, vielleicht sogar alles sehen. Ja, das wüsste ich echt gerne mal. Ich glaube, das werden sehr, sehr viele Folgen. Ich wurde schon vorgewarnt vom Entwickler, dass das schon so, ich glaube sogar das erste Kapitel, es gibt ja mehrere Kapitel, das erste soll wohl schon so 100 Folgen plus haben. Also es wäre ein sehr langes LP, auf was wir uns hier einstellen würden, wenn wir das wirklich durchzocken möchten. Es gibt ja mittlerweile halt schon mehrere Kapitel und es werden wohl auch noch weitere dazukommen. Es ist ja immer noch nicht fertig. Deswegen wäre das eine sehr, sehr lange Angelegenheit, mit der wir uns hier befassen würden. Und ja, ich würde einfach gerne mal wissen, wie da so die einzelnen Meinungen sind und mir daran denn, ja, überlegen, ob wir das durchspielen, ob wir einfach nur noch ein bisschen weiterspielen. Ist halt echt so die Frage. Es läuft halt echt gut von den Zuschauerzahlen. Deswegen möchte ich ungern einfach abbrechen und dann 40, 50 Leute verprellen, die das gerne doch noch sehen möchten. Das wäre ja echt schade. Und ich habe auch immer noch Bock drauf. Also nicht nur natürlich, natürlich denkt man in erster Linie meist noch an die Zuschauer als Let's Player, ob die überhaupt Bock drauf haben, dass man jetzt nicht was spielt, was gar keiner sehen will. Aber in zweiter Linie muss ich auch sagen, ich habe auch noch Bock drauf. Also wenn ich es nicht Let's Playen würde, würde ich es auf jeden Fall weiterspielen. Das macht echt Laune. Also ich mag das auch einfach, diese ganzen Anspielungen auf andere Spiele. Ich entdecke die so gerne. Ich mag die Musik, wenn man immer denkt, oh, Moment, das Musikstück kenne ich doch aus dem und dem Spiel. Ich finde das echt cool, dass man sich immer so, ja, immer an irgendwas zurückerinnert fühlt. Auch dieses Nostalgische dadurch dann immer. Ich habe dann halt tatsächlich jetzt auch mittlerweile richtig Bock bekommen, mal wieder Zelda zu spielen. Ich habe da richtig Lust drauf gerade. Ich komme gerade nur leider nicht zu. Und ja, ich würde das komplett euch überlassen, wie wir das handhaben. So, euch mache ich ja locker fertig. Ich meine, die Spinnen. Nicht echt Zuschauer, Entschuldigung. Das ist ja so ein bisschen verworren, wenn ich gerade mit euch rede und dann sage, ich mache euch locker fertig. Ich meine die Spinne da. Sehr schön. Es würde natürlich auch heißen, wenn wir nicht das nicht durchspielen würden oder nicht zu viele Folgen machen würden, dass man natürlich auch was anderes spielen kann, ne? Wir haben ja auch in meinem Minecraft-Video habe ich ja einige geile Spielevorschläge bekommen und ich habe auch noch einige Sachen in der Steam-Bib oder wo auch immer, was ich euch sehr, sehr gerne alles zeigen würde. Das hieße natürlich, dass man dann auch von den anderen Spielen natürlich eins weniger nur zeigen kann. Also ist halt immer so eine Abwägung als Let's Player. Wie lange spielt man das jetzt? Wie lange haben die Leute Bock? Wie lange hat man selber Bock? Es ist ja auch nie ausgeschlossen, dass man selber vielleicht sogar die Lust irgendwann verliert und sagt, boah, jetzt nach 50 Stunden Spielzeit ist bei mir langsam die Luft raus. Kann natürlich auch immer sein. Da ich gerade nicht mehr genau weiß, wann Raziel kommt, speichere ich lieber vorher mal. So.
Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich glaub's fast nicht. Ich glaube, wir haben noch nicht genug trainiert. Ich habe gerade vergessen, noch Heiltränke zu kaufen. Welches Insekt wagt es, den Herrin der Seen zu stören? Einer, der dich ins Jenseits befördert. Da hat jemand einen großen Mund. Nun vergeude nicht meine Zeit und verschwinde. So. Wie war das nochmal? Ich muss jetzt... Vielleicht hast du recht, glaube ich. Ach nee, niemals. Gut. Nochmal. Schlange nicht mehr gespielt. Ich war auch jetzt eine Weile krank. Deswegen konnte ich leider keine neue Folge. Ich hätte gerne die Woche viel mehr Folgen hochgestellt. Ich musste jetzt wirklich auf die letzten Reserven zurückgreifen. Jetzt kann ich eigentlich wieder aufnehmen. Es tut mir echt leid. Wie bitte? Du möchtest nicht verschwinden? Dein schwacher Stolz wird noch dein Untergang sein. Sag jedoch, was hat dieser Typ vorhin hier im Schloss gesucht? Meinst du Ragnos? Er wollte sich nur vergewissern, ob sein Meisterplan noch funktioniert. Und hat sein Meisterplan denn auch funktioniert? Das werden wir schon selber erfahren. Nun gut, genug geredet. Lass uns diesen Spuk beenden. Dein Untergang ist bereits besiegelt. Das werden wir sehen, Raziel. Der Seelendieb. Okay, ich habe Tipps bekommen vom Entwickler. Und zwar sollen wir nicht Arkanenschutz benutzen, sondern das hier. Temponeutralisierung. Ja, wir sollen einen explosiven Schuss benutzen, soweit ich mich recht erinnern kann. Ich weiß nicht, ob die hier auch irgendwas bringen. Alle Gegner erhalten geringen Schaden. Okay, das wäre ja sinnlos, weil wir nur einen Gegner haben. Betäubt Gegner kurzweilig. Ist die Frage, war letztes Mal, wir haben es irgendwo mal ausprobiert, war nicht so doll. Also Explosivschuss. Okay, der war nicht so schlecht. Ja, normale Angriffe sollen hier nicht so sehr fruchten. Wir können es ja mal ausprobieren. Okay, das hat genauso viel gebracht, oder? Also ich habe jetzt nicht weniger Schaden bemerkt. Ja, naja. Aber das hieß halt auch, wir müssen die ganze Zeit Mana-Tränke nehmen und wir haben gar nicht mal so viele. 200 nur. Hier 300. Weil der Explosivschuss braucht halt mega viel Mana. Dann ist halt wirklich die Frage, ob sich das lohnt, immer... Also wir verschwenden ja immer einen Zug. Wir nehmen eine Mana-Potion, verschwenden dafür einen Zug, machen den Angriff. Also theoretisch brauchen wir zwei Angriffe für den Explosivschuss. Ist die Frage, ob sich das lohnt oder ob es nicht sinnvoller wäre, immer anzugreifen, weil wir vielleicht mit zwei Einzelattacken genauso viel Schaden machen wie mit dem explosiven Schuss in zwei Zügen. Oh, das war gerade, glaube ich, kaum Schaden. Nochmal kurz. Keinen Schaden. Das ist vielleicht doch besser. Aber diese Mana-Tränke, das werden wir nicht lange durchhalten. Sind wir paralysiert? Ich habe es nicht mitbekommen. Jetzt müssen wir sogar nochmal... Warte mal, nee, das macht zu viel, ne? Das passt, glaube ich, nicht auf. So. Jetzt müsste es... Ach, ich habe einen Heiltrank benutzt. Nein, ich wollte einen Mana-Trank. Ach, Mensch. Mana? Hier, einen kleinen Mana-Trank. Puh. Okay, das ist ein sehr trankintensiver Kampf hier. Das werden wir nicht lange durchhalten. Hälfte haben wir schon. Nicht so schlecht. Der macht gar nicht mal so viel Schaden, finde ich. Da fand ich die Wachen, die er vorher hatte, durchaus gefährlicher, fast vom Schaden her. Da sind wir sehr schnell runtergegangen. Ein Feuerball. Okay, jetzt sollten wir vielleicht doch mal einen HP-Trank benutzen. Nehmen wir gleich einen großen. Doch, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen. Ausgewichen. 91 Schaden. Also wir können schon ganz guten Schaden machen, denke ich. Ich versuch's jetzt mal so. 104 sogar gerade. Eisball, wow. Wurde eingefroren. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Ach du Scheiße. War jetzt aufgetaut. Oh Gott, wie sieht's aus? Oh, gerade noch so. Darf ich jetzt kurz, ja. Da hatte ich jetzt kurz ein bisschen Angst. Oh nein. Nein. Ach du Scheiße. Der hat auch Feuer nicht benutzt. Der kann alles. Feuerball, Eisball. Der scheint ein Allround-Talent zu sein. Komm, wir heilen uns erstmal hoch. Weil wenn er es wieder macht, dann... Ja, scheiße, der macht das jetzt die ganze Zeit. Ui. Okay. Wird doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ja, nein. Schattenmantel. Was macht denn ein Schattenmantel? Oh, Doppelschlag ist auch gemein. 84 Schaden. Okay, gut, wir sind ausgewichen. Sehr schön. 99 Schaden. Feuerball ist okay.
Aber wir nehmen noch was zur Sicherheit. Wir schaffen es, wir schaffen es. Ich bin guter Dinge. Komm. Fast. Fast. Ja, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Der ist gar nicht so krass. Schattenmantel. Wurde geblendet macht das. Okay, dann nehme ich einfach mal in der Zeit einen Trank. Wenn wir eh gerade geblendet sind. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Wir haben wahrscheinlich auch irgendwas in der Tasche gegengeblendet. Ich weiß es nicht. Probier es trotzdem mal so. Nicht mehr geblendet. Okay, schon wieder weg. Die Statusveränderungen scheinen gar nicht mal so lange anzuhalten. Das ist ganz gut. Oh Gott. Ja. Da haben wir mal eben gewonnen. Roy war siegreich. 3000 Erfahrungspunkte und 1500 Tarnis. Wir sind reich. Panzerhandschuh der Stärke gefunden und ein mächtiger Stärketrank. Wow. Und wir sind Level 9. Verteidigung, Neutralisierung gelernt, Gewandtheit gelernt und zweifacher Schuss. Wow. Unmöglich. So habe ich mir den Meisterplan nicht vorgestellt. Erfolg errungen. Na, guck, ich wurde auch darauf hingewiesen, ich soll mir doch nochmal die Erfolge anschauen. Arcana-Schuss plus erlernt. Oh, die werden noch besser. Okay. Gut zu wissen. So, Raziel besiegt. Und nun? Wir haben Raziel besiegt. Die Musik ist immer noch trotzdem so. Frag mich, warum die Musik noch so krass ist, wenn wir doch gewonnen haben. Aber was machen wir jetzt? Wir werden gar nicht darauf hingewiesen, was jetzt los ist. Ich nehme an, wenn wir rausgehen wollen, passiert wahrscheinlich was. Ich speichere mal. Ich mich auch noch mal ein bisschen hochheile. Und vielleicht mit einem kleinen wenigstens. Weil ich glaube, die Viecher sind trotzdem noch da. Was haben wir hier denn gerade Schönes bekommen? Moment, ich gucke erst mal kurz die Zauber an, die wir erhalten haben. Arcana Schuss Plus ist jetzt hier. Wow, 450 MP. Dann haben wir den zweifachen Schuss. Greift zwei Zufallsgegner an. Und Verteidigung, Nebenwirkungen entfernt. Okay, cool. Und haben wir hier nicht eigentlich auch irgendwas gerade bekommen gehabt? Irre ich mich da gerade? Okay, da haben wir gar nichts bekommen. Wir haben nur dieses... Wo ist es denn? Ah, hier, mächtiger Stärketrank. Den haben wir bekommen, ne? Erhöht die maximale Stärke um 5. Immer? Doch, das ist wieder so ein Immer, ne? Ich mach mal. Ich glaube. War richtig schon, glaube ich. Buch der Erfolge, kurz mal gucken. Abgeschlossen. Ah, bezwingt Raziel den Seelendieb auf der Schwierigkeitsstufe Champion. Schließt 5 Quests ab. Schließt das Tutorial ab. Cool, die Bilder hier sehen voll cool aus. So, Raziel ist besiegt. Oh, speichern, speichern, speichern. Ich nehme mal den. So, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass hier noch irgendwas kommt. Was ich schade finde, wir haben das ganze Schloss durchsucht und haben nichts gefunden, womit wir den einen Typen befreien, noch aus seiner Zelle. Oh, endlich ist die Musik vorbei. Das war gerade ein bisschen... Hui. Ja, wir können den immer noch nicht befreien. Das tut mir fast ein bisschen leid. Ich will den hier nicht drin lassen. Irgendwie muss ich den noch befreien können. Sagt ihr mir noch mal irgendwas vielleicht jetzt, wo ich gewonnen habe? Nee, anscheinend nicht. Guck mal, die Kiste ist da auch noch in der anderen Zelle. Ja, wir müssen irgendwie noch an diese Kiste rankommen und an den Gefangenen. Vielleicht kommen wir sogar an die dritte, ich weiß es nicht, mit dem Loch, ob wir da noch irgendwas finden können. Aber hier scheint echt nichts zu sein. Wenn ich hier rangehe, sagt er da noch irgendwas Hilfreiches? Zelle 4. Ja, auf dem Schloss ist ein Symbol mit einem Dreieck eingraviert. Dreieck. Ich überlege gerade, haben wir irgendwas mit einem Dreieck gesehen? Oh, die sind immer noch da. Sag mal, euer Schlossherr ist tot. Ihr müsst mich nicht mehr angreifen. Das ist alles gut. Ihr seid frei, ihr könnt gehen. So Mist. Ja, damit hätten wir Raziel in dieser Folge auf jeden Fall besiegt. Jetzt ist halt die Frage, weitermachen oder nicht? Habt ihr noch Bock? Ich versuche jetzt erstmal irgendwie hier noch aus dem Schloss rauszukommen, weil ich irgendwie hoffe, dass da noch irgendwas passiert. Dass uns vor dem Schloss vielleicht noch jemand erwartet.
Denn eigentlich müssen wir ja noch erfahren, was wir machen sollen. Eigentlich. Ja, und irgendwie müssten wir, ja, Kiste, Typ, ich weiß nicht, wie wir den rausholen. Vielleicht, warte mal, wenn ich jetzt zu dem, war der Händler hier? Nee, ne? Falsch, oder? Ja, ich sehe es nicht. Ich glaube, wir sind hier falsch. Hier ist der Händler, glaube ich, nicht. Nee. Ach, wo war denn der Händler? Ja, hier sind die Einkaufsorte. Nee, hier ist er nicht. Oh, muss es wieder einmal vor und zurück. Ja, das werden wir jetzt wohl nicht so schnell rausfinden, wo das ist. Guck mal, ich kann sogar rennen, das wusste ich vorher gar nicht. Hat mir auch jemand in den Kommentaren als Tipp geschrieben, dass ich tatsächlich sprinten kann. Sehr cool. Habe ich vorher leider nicht gewusst. Hm, hier ist nichts. Das gibt's doch nicht. Ich guck mal kurz, wo der Händler ist. Ob der uns vielleicht irgendwas noch sagt. Hier war auch nichts, ne? Nee, wer kann das nur sein? Weiß ich nicht. Ich gehe mal kurz zu dem Typen hier. Was macht denn ein Eindringling hier im Schloss von Raziel? Ja, Raziels Schloss ist jetzt wohl nicht mehr. Okay, die wissen nichts davon, dass ihr Schloss ja tot ist. Na gut, vielleicht besser so. Wollen wir uns einen Stahlbogen kaufen? Ja, komm. Machen wir mal. Rüsten wir den mal aus. Sehr schön. Viel besser. Ha. Ich habe echt, ich habe immer alles angequatscht eigentlich. Ich wüsste nicht. Ich wüsste jetzt auf dem ersten Gedanken nicht, was, wo was sein könnte, um die Zellen zu öffnen. Ich gehe erstmal weiter. Dann treffen wir vielleicht beim bei diesem komischen Zirkelkreis da die anderen vielleicht noch. Weil wir müssen ja wissen, wie es jetzt weitergeht. Man hat uns jetzt ein bisschen im Regen stehen lassen. Oder vielleicht müssen wir auch einfach nur ins Dorf zurück und dann wird sich's alles klären. Vielleicht müssen wir da einfach nur Bescheid sagen, dass Raziel tot ist. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Wartet mal. Hier. Den haben wir noch nicht geöffnet. 500 Tarnis, sehr schön. Finde ich gut. Ja, hier die Hütte haben wir auch noch nicht auf. Ich weiß nicht, ob wir die in dem Moment jetzt schon hätten öffnen können irgendwie. Ob wir da hätten schon... Vielleicht ist der Schlüssel hier irgendwo in den Pflanzen versteckt oder so. Also für unsere kleine Blockhütte da unten. Vielleicht tatsächlich, dass der hier irgendwo im Gestrüpp rumliegt. Hm. Aber das möchte ich im Let's Play nicht herausfinden. Es wird zu lange dauern, jeden Strauß da anzuklicken. Aber ich komme jetzt nicht weiter. Also hier kommen wir nicht weiter, wegen dem Wasser. Oben im Norden, was war da? Was hat uns hier aufgehalten? Ich weiß es nicht mehr. Oh, hier waren wir noch gar nicht, glaube ich. Zerbrechlicher Holzbogen. Ja, den brauchen wir bestimmt. Hier geht es auch nicht weiter, weil hier der Felsen ist. Mit den neuen Handschuhen. Ah, dafür waren die Handschuhe. Okay, das heißt, wir kommen jetzt hier weiter. Aber uns geht's gerade nicht allzu gut. Ich nehme an, da werden auch genug Monster sein. Deswegen gehen wir erstmal zurück. Okay, wir haben jetzt Handschuhe, die diese großen Felsen bewegen können. Wo hatten wir denn noch so einen Felsen? Ich überlege gerade, wir hatten auf jeden Fall irgendwo noch mal so einen Felsen. Aber es fällt mir gerade nicht ein, wo. Irgendwo wollte ich schon mal was schieben. War das im Schloss? Ich glaube, das war im Schloss, ne? Ah, verdammt. Ich glaube wirklich, da war im Schloss und Felsen, wo wir nicht weitergekommen waren. Oh, Moment. Ja, von vorne. Ich habe einen Brief für dich. Brief von Josef. Es war mir eine Freude. Schau regelmäßig wieder vorbei. Wie, das war's? Mehr will uns Josef nicht mitteilen? Na gut. Wir gehen erstmal schlafen. Ja. Ach, dann müssen wir ja doch nochmal ins Schloss. Dann wette ich, dass wir da die Schlüssel für die Zellen bekommen, wo wir den Felsen schieben müssen. Verdammt. Das heißt, wir müssen doch nochmal zurück. Du willst immer noch nichts von uns? Nö. Gut, denn ich. Ja, hier ist alles noch beim Alten. Also hier hat noch kein Angriff oder irgendwas stattgefunden. Hier ist alles noch gut. Da bin ich ja beruhigt, dass hier alles in Ordnung ist. Ja, zum Schloss oder weitergehen ist jetzt die Frage. Wir sind bei 19 Minuten. Ein bisschen können wir noch. Wie gesagt, ich konnte ja auch die ganze Woche keine Folge hochladen. Da kann man eigentlich doch mal eine etwas längere Folge hier machen, finde ich. Als kleine Entschädigung für euch, dass so lange keine Folge kam.
Wir gehen noch mal kurz zurück. Der Weg ist ja nicht so lang. Weil ich möchte schon wissen, was sich dann da verbirgt. Oh Gott, jedes Mal aufs Neue hier mit dem ganzen Gestrüpp, was im Weg steht. Ja, kommt. Wir... Von euch habe ich langsam genug. Und am Anfang hatten wir hier noch so Schwierigkeiten durchzukommen mit den Viechern. Da war das gar nicht mal so easy. Und tschüss. Sehr schön. Weiter geht's. Oder vielleicht finden wir da ja auch einen Schlüssel für die Hütte, wenn wir da im Felsen schieben. Na, ich bin gespannt, was wir da genau bekommen. Irgendwas werden wir auf jeden Fall bekommen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich den einen Typen aus der Zelle überhaupt retten will. Ich weiß noch gar nicht, was der gemacht hat, dass der da in der Zelle sitzt. Vielleicht ist das ja ein hochgefährlicher Verbrecher und sitzt da gar nicht mal zu Unrecht. Also in Spielen wie Gothic und Co. kann man sich da echt nie sicher sein, wenn man jemandem hilft, ob das jetzt so das Richtige war. Was? Ach, haben wir die Spinne nicht getroffen? Mensch. Jetzt ist mir echt die Frage in dem Schloss, wo das war mit dem Felsen. Oh Gott. Das wird jetzt wahrscheinlich schon eine kleine Suchaktion. Ich überlege gerade, ich überlege, wo wir den gesehen haben, aber ich kann mich nicht mehr entsinnen. Das ist so lange her. Weil ich jetzt auch eine ganze Weile nicht gespielt habe. Ich speichere mal hier. Nicht, dass uns irgendwas Komisches passiert. So, und dann... Ja, gehen wir so... Ich glaube, ich habe den erst irgendwann am Ende gefunden, den Stein. Ich glaube, noch nicht am Anfang. Ich würde mal hier erstmal in die Gänge gucken. Ging es da noch weiter? Na gut, das hätten wir geschafft. Ach so, wir können ja sogar rennen. Ach, ich vergesse das schon wieder immer. Vielleicht hier irgendwo? Nee, ich glaube hier nicht. Nee, sieht falsch aus. Hier war ja die Schatzkammer. Da wird es auch nicht... Nee. Nee, okay, das war falsch. Ah, es geht ja schnell. Die Räume absuchen ist ja jetzt nicht so ein Aufwand. Vor allem mit der Sprinttaste ist echt geil. Warte mal, da unten? Nee, hier ist nichts. Gut. Ha, sind wir rüber gerascht. Sehr schön. Dann gucken wir mal links. Ob das hier... Ach nee, hier ist ja die Zelle. Hier ist ja auch sonst nichts. Nee. Gut, hier nicht. Dann würde ich hier unten links schauen. Wahrscheinlich ist genau das letzte, wo ich dann suche. Da wird es sein. Cool mit dem Sprinten. Das funktioniert super. Na, hier auch nicht. Okay, dann kann es ja nur noch beim Händler die Treppe hoch sein. Viele andere Möglichkeiten haben wir ja denn gar nicht mehr. Oder ich irre mich total und hier war gar kein Stein zum Hochheben und das war wo ganz anders. Wenn ich Pech habe, war es vielleicht doch so, dass hier gar nichts war. Dann tut es mir echt leid, vor allem wenn ihr es noch wisst und jetzt denkt, boah, ist die bekloppt, das war doch in dem Haus in der Stadt. Dann haben wir Pech gehabt. Lieber nichts riskieren. Boah, schafft man das? Okay. Puh, da hatte ich jetzt selber kurz ein bisschen Angst. Da ist es. Guckt, ich hatte recht. Ich hatte recht. Puh, zum Glück. So, dann beweg mal. Sehr schön. Lederharnisch. Okay, nicht das, was ich erwartet hatte tatsächlich. Das jetzt echt... Oh, der ist sogar besser als der Stoffmantel. Sehr schön. Na, Stoffleder ist klar. Aber wir haben immer noch keinerlei Schlüssel für die Zellen. Der wird hier garantiert irgendwo in so einem... in irgendwas rumliegen. Wahrscheinlich. Aber ich habe doch echt alles angequatscht. Ha, ich bin verwirrt. Vielleicht auch irgendeine Fackel an der Wand oder so. Oft ist ja in Spielen, dass man irgendeinen Schalter an der Wand betätigen muss. Der einzige richtige Schalter war ja aber das Säulenspiel. Aber vielleicht irgendeine Fackel oder so an der Wand. Vielleicht haben wir damit Erfolg. Vielleicht doch die Fackeln hier. Ah, das wird echt schwierig, wenn wir einfach alles angrabbeln, sag ich mal. Dann wird das ein sehr langes Vergnügen. Das hätten wir wahrscheinlich locker geschafft. Nee. Komm, die nehme ich wieder beide mit. Ich bin mutig. Also, vielleicht ist auch die Fackeln da rumstanden. Ah, vielleicht hätten wir es auch mal ausprobieren sollen. Hier sehe ich nichts. Ja, das hatten wir mal, ne? Hört ja gar nicht mehr auf. Ich frage mich echt, warum der sagt, hört ja gar nicht mehr auf bei der Statue. Ich glaube fast, dass das vielleicht ans Fenster sollte, der Text. Wegen Regen oder so? Ich weiß es nicht.
Nix. Wo würde ich denn sowas verstecken? Guck mal, da hinten steht auch irgendwas, aber da kommen wir auch nicht ran. Seltsam. Ich glaube ja, ich würde sowas irgendwie einen Schalter verstecken in einer Fackel, wenn ich das... wenn ich den Zellen haben wollen würde. Wobei das eine ja ein Dreiecksschlüssel sein soll. Ha. Aber in Zelle 2, wo wir den Gefangenen raushalten sollen, stand gar nichts von einem Schlüssel. Das könnte vielleicht wirklich mit irgendeinem Mechanismus sein. Na gut, aber ich würde sagen, dass entweder in der nächsten Folge, dass wir vielleicht noch versuchen, den irgendwie zu retten, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich da noch ein bisschen suche. Ich kann auch gerne noch alleine ein bisschen im Schloss suchen, wenn euch das lieber ist. Ja, generell, schreibt mir einfach mal in die Kommentare eure Meinung. Spiel, weiterspielen. Von mir aus könnt ihr auch gerne schon schreiben, ob ihr möchtet, dass ich nur ein paar Folgen weiterspiele oder tatsächlich das ganze Spiel, wer gerne das ganze Spiel sehen möchte. Natürlich kann ich, muss ich dann schauen, natürlich, auch wenn zum Beispiel jetzt ein einziger Wunsch kommt, das Spiel zu Ende zu spielen, muss ich mich natürlich schon ein bisschen nach der Mehrheitsmeinung richten. Also dann bitte nicht sauer sein, wenn ich dann doch sage, wir spielen nur noch 10, 20 Folgen. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich noch Bock. Wenn ihr noch Bock habt, sagt mir Bescheid und dann schauen wir einfach mal. Also dann, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und vielleicht ja noch bis zur nächsten Folge. Tschüss!